Hi ihr Lieben, Amin Zadeh hier. Und zwar, gestern war die Holocaust-Tag, internationaler Holocaust-Tag. Und es ist ein sehr wichtiger Tag gewesen. Wir mussten immer uns daran erinnern und nicht in Vergessenheit geraten. Wir erinnern uns und sagen nie wieder. Das muss auch in Taten umgesetzt werden, mein Lieben. Heute, wie man sieht, scheint die Sonne, blauer Himmel. Das Licht ist das Allerwichtigste, mein Lieben. Ohne die Sonne, ohne das Licht sind wir verloren. Ein paar Sachen habe ich in meinem Herzen, die ich sagen möchte, ist, die Aussage, dass jeder Mensch vor Gott gleich ist, ist richtig. Wir lachen, wir weinen, wir pissen, Entschuldigung, auf Toilette gleich. Oder habt ihr schon mal gehört, dass jemand Gold scheißt? Oder, sorry, der Ausdruck, aber ich möchte gerne, dass ihr das Gefühl bekommt, was ich genau meine. Oder wenn man auf Toilette irgendwas Gold, sag ich mal, scheißt, nein. Also wir sind vor Gott gleich. Dennoch, ich betone es explizit, dennoch, Unser Handel, was wir tun, macht uns aus. Also unser Handel, was wir tun, macht uns aus. Daher gibt es unterschiedliche Denkweise. Die Menschen sind gleich. Das habe ich auch in meinen mehreren Videos habe ich auch gesagt, dass jeder Mensch vor Gott gleich ist, egal welche Religion derjenige hat. Aber dennoch, unser Handel, was wir tun, macht uns aus. Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidung, mein Lieben. Und daher, wenn Leuten zum Beispiel gleich von Kindheit oder gleich von Wurzel, Hass gegen Israel, Hass gegen Christen, Hass irgend Sachen gegen Judentum, Juden geprägt ist, das wird nicht funktionieren, weil dieser Hass ist Gewürz, ist eine Wurzel drin. Hinter mir, ich habe extra diesen Platz ausgesucht, weil hinter mir ist ein Baum. Der Baum hinter mir ist die Wurzel, der Baum sehr, sehr wichtig. Was ist in der Wurzel des Baums ist? Anschließend wächst der Baum gesund. Was in der Wurzel der Baum ist, welche Ideologie oder woran man glaubt, ist sehr, sehr relevant. Der Mensch ist gleich, mein Lieben. Da gibt es keine Hemmung. Dennoch, wenn jemanden von islamische oder muslimische Ideologie, die bereits in den Ideologie Hass gegen Israel, Juden, Judentum praktiziert wird, dann kann es nicht funktionieren. Also diese Aussage, dass jeder Mensch gleich ist vor Gott, wir lachen, wir weinen, Entschuldigung, die Ausruf, wir pissen und scheißen auf Toilette gleich, weil niemand kann Gold scheißen. Nein, also wir sind vor Gott gleich. Aber dennoch, unser Handel macht uns aus. Was wir tun, wie wir denken. Deswegen kann es mit islamischer oder muslimischer Ideologie nicht funktionieren, weil dadurch entsteht es Hass gegen Israel. Dadurch entsteht Terrorismus, weltweiter Terrorismus, durch die islamische, muslimische Ideologie. Wir brauchen das Ganze auch nicht schönreden. Wir haben das alles in die letzten 3 Monate live erlebt, mit Leib und Seele. Daher brauchen wir jetzt nicht sagen, ja, das ist Papalapap, das stimmt nicht. Wir haben das Ganze alles selbst wahrlich erlebt. Dafür brauchen wir jetzt keine Beweise. Und daher, mein Lieben, was ich sagen möchte, das Ganze ist richtig, das ist, der Mensch ist gleich, aber unser Handel macht uns was draus.
Und die Glocken, was wir gerade hören, ist positive Glocken, christliche Glaube. Und so ist auch programmiert für die Zukunft. Es wird tief jüdisch und christlich sein. Man kann auch nicht dagegen kämpfen oder dagegen schwimmen. Und diese ganze Leid, Elend, Trauer kann nicht funktionieren mit den islamischen oder muslimischen Ideologie, weil die Handel, weil die Agierung, was man dort in diese Ideologie, was diese Denkweise bei diesen Menschen ist, ist Hass gegen Israel, Hass gegen Juden, Hass gegen Judentum. Und das kann nicht funktionieren. Der Mensch ist wichtig, ohne Frage. Da, es geht nur um die Ideologie. Die Ideologie darf es in Zukunft nicht geben, weil dadurch entsteht für die menschliche Gesellschaft Hass. Alles, was man tut, muss man mit Geist, Seele und Herz tun. Wenn man irgendwas tut, um, sag ich mal, sich hochzuputschen oder sich besser darzustellen oder von Berater zum Beispiel, die empfohlen hat, sag ich mal, das tun, das hat keinen Wert, weil es muss alles mit Leidenschaft gemacht werden. Wenn es nicht von Herzen oder Seele und Geist passiert, egal was man tut, egal welche Hinsicht, ist eine Mogelpackung. Man kann nicht irgendwas, sag ich mal, schön verpacken und sagen, ja, das bin ich bin das, obwohl man nicht ist. In den kleinen Tagen, in den Tagen, wo nichts bedeutet, was man dort agiert, hat sehr viel Wert. Weil genau diese kleinen Tagen sind die wahre Gesicht von den Personen, die wahre Seele und Geist, wie man ist. Aber ein Tag, sage ich mal, sich hochputschen und sich so präsentieren, ja, wir sind das und das, und daraus anschließend Profit zu machen, das hat keinen Wert, mein Lieben. Also das ist Mogelpackung, das hat absolut, ist leer, hat keinen Wert. Und einige Leute denken, dass man nicht mitkriegt. Den Heiligen Geist, den Zeitgeist kann man nicht überlisten, mein Lieben. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt wachsam, bleibt positiv. Und wie ich schon sagte, was wir tun, unser Handel macht uns aus. Unsere Leben ist die Summe unserer Entscheidungen, mein Lieben. Bleibt gesund, euer Amin Zadeh. Bis dann.